Freunde. Bauerhausi unterwegs ist ein Kürbis Selbstfahrer. Kürbisroder in Aktion. Ein Traktor, der fährt da sehr alleine. Aber die Kürbis mit der Bauerhausi zusammenlesen. Ich habe nicht mehr so viele, darum lasse ich da den Traktor laufen und ich kann da nebenbei noch die paar, die da noch gut sind, zusammenlesen. Dank des milden Wetters sind da noch Kürbis reif geworden, die sonst grün geblieben wären. Und da immer noch unser Verkaufswagen steht und Kürbis gekauft werden, hole ich wieder was. Und vielleicht jetzt das letzte Mal. Ja, liebe YouTube-Freunde, wenn ihr da in mein Kürbisfeld schaut, werde ich sicher sagen, da ist viel Unkraut. Und das stimmt. Kürbis kann man nicht gegen Unkraut spritzen. Ich habe gehackt, aber vielleicht zu wenig und nie von Hand. Und was ist passiert? Mein Feld ist voll hier. Ein schlimmes Unkraut, das ist Amaranth. Hat man immer sehr viele Schwierigkeiten in Zuckerrüben, den zu bekämpfen. Und dann Amaranth und Melden, also wir sagen Maubele, aber ich denke, das heißt Melde auf Hochdeutsch. Das ist hier die Melde hier. Und dann hat es noch Raps, weil ich Raps in der Fruchtfolge habe, ist der da auch gewachsen auf dem Feld. Also mein größtes, meiste Unkraut, das ich auf meinem Betrieb habe, finde ich immer auf meinem Kürbisfeld. Und ich werde das Feld dann abschlägeln und pflügen. Und nächsten Frühling kommt hier Sommergerste. Und wenn es richtig läuft, habe ich die Möglichkeit, bei der IG Malzmittelland für die IG Malzmittelland Braugerste anzubauen. Das erste Mal. Ich bin da Mitglied IG Malzmittelland. Wir werden sehen. Angemeldet ist meine Fläche. Ich muss dann noch das Saatgut bekommen im Frühling. Und die Kürbis, die man hier noch sieht, die meisten werden abgeschlägelt mit dem Tarup in den nächsten Tagen. Hier Butternuss und Muskat, die ich noch finde in meinem Feld. Butternuss und Muskat sind auch die einzigen, die ich noch sammle, weil ein Halloween-Kürbis bringt da nichts mehr. Halloween ist durch, die kauft niemand mehr. Da liegen auch noch ein paar rum, aber nicht mehr so viele.